Jo, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit dem Elemikcrafter.de. Und heute jo, möchte ich euch die Story erzählen zu meinem ersten Schultag. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Wie viele werde ich jetzt nicht sagen, weil, wie gesagt, ich weiß gerade nicht wirklich, wie das so ist. Deswegen sage ich mal, gebe ich keine genaueren Daten an. Ja, aber auf jeden Fall will ich euch heute eine kleine Story erzählen. Und in dieser Story möchte ich halt jetzt über meinen ersten Schultag reden und was da so schiefgelaufen ist, um das jetzt schon mal so zu sagen. Und ja, ich würde auch sagen, ich fange direkt an. Also, ich weiß nicht, ob es bei euch so auch ist, aber bei mir ist es zumindest so, wir haben so, um halt, sag mal, keine Gefährdung, also wegen Corona, keine Gefährdung zu machen. Mir fällt gerade das eine bestimmte Wort nicht ein. Auf jeden Fall, um keine Gefährdung darzustellen, haben wir halt Gruppen. Also sprich, wir haben einmal Gruppe A und Gruppe B. Und ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass dass die eine Woche halt Gruppe A in die Schule geht und die andere Gruppe geht dann halt die nächste Woche. Und das ist immer so ein Wechsel. Heißt, einmal haben wir Unterricht in der Schule und die andere Woche haben wir wieder zu Hause, dann wieder in der Schule, dann wieder zu Hause. Und immer so ein Wechsel halt mit den Gruppen. So, und da gibt es nämlich auch manchmal ein paar Probleme. Und zwar muss man natürlich wissen, wo in welcher Gruppe man eingeteilt ist. Und ich fange erstmal so an, wie ich als erstes eingeteilt wurde. Denn da kommt nämlich das Problem. Denn es war zuerst so, dass Jungs und Mädchen, wie letztes Jahr, also 2020, da gab es ja nach der ersten Welle konnte man ja wieder in die Schule und da gab es ja auch. Also da gab es bei uns auch A und B und da war ich halt in der Jungsgruppe und war dann halt auch da auch in meiner Schule immer halt und dann auch wieder zu Hause und dann wieder Schule und so weiter und so fort, wie auch immer. Und ja, auf jeden Fall war es diesmal auch so und ja, dann eine Woche oder so oder sogar ein paar Tage bevor es wieder in Schule ging, hat dann ein Mitschüler von uns ein Bild in die Gruppe, also in den Klassenchat von uns geschickt. Hat er gesagt, ja, das ist momentan, also das ist der neue Stundenplan, den wir erhalten haben. Den hätten wir eigentlich per E-Mail bekommen sollen, haben wir aber nicht. Ja, und deswegen hat er den halt reingeschickt und hat auch jeder gefragt, hey, wo hast du den denn her? Und auf jeden Fall, wir haben halt sowas, so Wahlpflichtfächer, also sprich, wir konnten vor dem Schuljahr halt entscheiden, welches Fach wir halt, also welches von den Fächern, die man da auswählen konnte, zum Beispiel Spanisch, Französisch, also bei uns ist so, wir haben halt, können uns halt zwischen Fremdsprachen halt entscheiden, in der 7. Klasse und danach können wir dann nochmal in der 9. Klasse, also jetzt, wo ich gerade drin bin, können wir uns nochmal für ein anderes Fach entscheiden, zum Beispiel eine andere Sprache oder halt ein anderer Kurs halt. Aber leider kann man erst ab der 10. erst einen anderen Kurs abwählen, aber dazu vielleicht mal in einem anderen Video. Auf jeden Fall bin ich halt in einem, ich sag mal, Programmier, also es heißt bei uns Informatik, also im Informatik-Wahlkurs bin ich. Und da wurde ich halt in Gruppe B eingeteilt. Und also laut diesem neuen Stundenplan wurde ich halt in Gruppe B eingeteilt. Und ja, da habe ich auch gedacht, okay, gut, dann bin ich halt Gruppe B, das heißt erst in 2 Wochen. Und ja, dann natürlich am Sonntag, ja, bin ich dann halt schlafen gegangen und habe gesagt, boah, hoffentlich hat sich nichts dran geändert, weil ja auch niemand irgendwie was im Klassenchat, deswegen, also niemand hat im Klassenchat gefragt, so auf Motto, okay, ist da überhaupt noch was? Also stimmt der Plan überhaupt noch? Ja, und da habe ich mich drauf verlassen und den nächsten Morgen halt, ja, bin ich halt aufgestanden und wir hatten da halt eine Videokonferenz in Mathe. Und dann bin ich halt an den Computer gegangen und habe gesehen, komischerweise sind nur Mädchen in dieser Konferenz und ich bin der einzige Junge darin. Habe ich mich gefragt, warte mal, was ist da los? Also ist der Stundenplan vielleicht anders? Bin ich doch Gruppe A? Ja, nachdem der Schultag halt für die anderen fertig war, habe ich dann halt Fisch ist Tisch, also, ne? Ich nenne ihn jetzt einfach mal Fischi. Habe ich ihn gefragt, yo, was ist da los? Wie gesagt, wir kennen uns ja persönlich, von daher, ja, auf jeden Fall, wir kennen uns persönlich, habe ich ja schon öfters gesagt. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, hä, was ist denn heute los gewesen? Und er hat gesagt, ja, es war mal eine Videokonferenz, da haben sich ein paar Schüler aufgeregt, dass
dass sie lieber Jungs- und Mädchengruppe haben wollen. Und da wurde das so beschlossen, aber ja, ich habe davon nichts mitbekommen. Warum wohl? Natürlich, weil wir keine E-Mail bekommen haben. Und ja, dann bin ich halt erst am Dienstag, weil ich habe den Montag habe ich halt gefehlt und dann kam halt, war ich halt erst am Dienstag, so gesehen in der Schule. Montag musste ich das dann die Aufgaben zu Hause machen. Also war nicht so schlimm. So, aber jetzt wird es noch schlimmer. Und zwar war ich dann am Donnerstag sollte es gewesen sein, war ich da halt ganz normal in der Schule, habe da halt ganz normal Unterricht mitgemacht. Und wir haben halt eine, also unsere stellvertretende Klassenlehrerin hat mich dann darauf angesprochen, wieso ich denn nicht am Montag da war. Und da habe ich ihr auch die ganze Geschichte erzählt. Und die Sache ist, während des Online-Unterrichts, sage ich mal, gab es schon eins, zwei Sachen, wo ich sag mal, ja, wo ich sag mal, bei ihr negativ aufgefallen bin. Obwohl da keine Schuld irgendwie an, ja, dass die ganze Schuld so bei mir liegt, weil ich habe jetzt gerade nämlich nochmal auf die E-Mail geguckt, die sie geschickt hat. Und zwar hat sie mir nämlich vorgeworfen, dass sie uns eine E-Mail geschickt hat, wo drin stand, dass die Jungs in Gruppe A gehören und dass die Mädchen in Gruppe B gehören. Aber das stimmt so nicht. Sie hat nämlich nur geschrieben, dass sie die Gruppe A sieht und die Gruppe B zu Hause bleibt und dass die Gruppe B nicht die Aufgaben von Gruppe A lösen soll. Und ja, also das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen auch noch. Und ich muss sagen, da bin ich ihr aber auch ein bisschen mad, weil ich da, wie gesagt, null dafür konnte, dass ich erstens also, wie gesagt, woher hätte ich das denn wissen sollen? Ich meine, wenn im Klassenchat, wie gesagt, im Klassenchat, wenn wir schon rumtrollen, dann lösen wir das relativ schnell auf. Und wir trollen auch nicht so oft. Und besonders, wenn es dann, ja, ich glaube, wir alle haben schon, ich sag mal, ein kleines bisschen Schiss davor, ja, ich sag mal, so einen Riesentroll zu machen, wo wir sagen, hör, morgen geht's nicht in die Schule und dann geht's doch in die Schule, sowas würden wir nicht machen, weil wir einfach Angst vor den Konsequenzen haben, weil natürlich ist es dann scheiße, wenn dann derjenige Schüler nicht in, ja, nicht im Unterricht aufkreuzt und dann auf einmal, ja, man selbst dann den Ärger bekommt, weil man ihn, ich sag mal, dazu ermutigt hat, also ihm, ich sag mal, ein Argument gegeben hat, wieso er nicht in die Schule kommen soll. Und ja, auf jeden Fall wurde ich dann, ich sag mal, ein bisschen, ja, zur Schnecke gemacht, weil ich habe zwar gute Argumente, also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte zwar gute Argumente, aber sie sind einfach an unserer stellvertretenden Klassenlehrerin, ist sie einfach abgeprallt. Die sind einfach abgeprallt. So, ich meine, wie soll ich mich denn wehren? Ich meine, ihr müsst wissen, ich habe zweimal in der Videokonferenz gefehlt bei dieser Lehrerin und bei sonst war ich in jeder Konferenz immer drin. Einmal, und das eine Mal, da war ich nicht drin, ja, weil ich einfach übersehen habe, das war mein Fehler, gebe ich auch zu. Das ist mein Fehler gewesen, habe ich ihr auch gesagt, das war mein Fehler. Aber bei der zweiten und bei der zweiten Konferenz, da wurden die Unterrichtsfächer vertauscht. Und ich hab die E-Mail zu spät erst erhalten. Ich weiß nicht, ob es an meinem Internet lag, aber ihr müsst wissen, ich habe irgendwie um 18, 19 Uhr habe ich in mein Postfach geguckt und da war die E-Mail nicht drin. Dann habe ich halt geschlafen und am nächsten Tag war es auf einmal so, dass ja, wir verschiedene Unterrichts hatten, also dass die Unterrichtsfächer getauscht wurden, müsst ihr euch vorstellen. Und ja, da hat mich meine Mutter angerufen, hat gesagt, ey, deine Lehrerin hat angerufen, bla bla bla. Und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, hä, hab aber heute das Fach gar nicht. Und dann, ja, das wurde irgendwie gewechselt, wie auch immer. Und da habe ich in mein E-Mail-Fach geguckt und dann stand da drin, ja, dass ich eine E-Mail bekommen habe, wo drin stand, ja, Unterrichtsfächer wurden vertauscht. Und jetzt haben wir jetzt müssen wir zur Konferenz halt. Und ja. Und das war dann halt ein Tag davor um 14 Uhr noch was. Das heißt, ich habe zwar um 18 Uhr reingeguckt, aber habe nichts gesehen. Was bedeutet, so gesehen, es klingt zwar wie eine Ausrede, ist aber zweimal ein super dummer Fehler, also Fehler gewesen. Ich muss sagen, das kotzt mich an, weil ich verstehe es selbst nicht. Also, so um zusammengefasst,
war es einfach eine weirde Woche. War einfach eine weirde Woche. Mein erster Tag dort war gut, also war recht normal, wie halt in der Schule so ist. Aber wie gesagt, so die Woche an sich war schon stressig, wie gesagt. Und ja, jetzt habe ich erstmal eine Woche. Also ich weiß gar nicht, in welcher Woche ich das hochlade, dieses Video. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt, wo ich das aufnehme, habe ich jetzt noch eins. Nee, habe ich noch. Habe ich die nächste Woche mache ich von zu Hause Schule und dann geht's wieder in die Schule. Und ja, das wäre eigentlich die Story. Also hoffentlich wird es nicht noch chaotischer, weil wenn doch, dann ja, werde ich ein bisschen ausrasten. Und so. Auf jeden Fall würde ich sagen. Das war's von der Storytime. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, ja, checkt meinen Discord aus und die ganzen anderen Links. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, checkt meinen Social Media aus und meinem Discord, habe ich ja schon gesagt, aber egal. Lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, ihr wisst es. Und dann würde ich sagen, ciao, lalu.